Ich lese. In letzter Zeit habe ich einige Bücher von Prostituierten gelesen. Aber weil ich da eine Neugierde habe, nicht? Das ist eine Welt, die ich nicht kenne. Aber ich denke, ich hätte kein Problem, es auch in mein Bücherregal zu stellen. Also ich würde mal alle führenden Positionen mit Frauen besetzen. Die Taz ist ein Phänomen, das sie seit den 70er Jahren sich am Leben gehalten hat und immer lebendiger wird. Und ich freue mich darüber wirklich sehr.